Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? So, da treffen sich also die BRICS-Bosse mit den größten Kriegsverbrechern, den aktuellen, in Moskau. 36 an der Zahl. Ist das nicht schön? Wahnsinn, Wahnsinn. Und die glauben, dass sie hier gemeinschaftlich sich zusammengetan haben, um den Dollar zu eliminieren. Erinnert mich irgendwie an Kindergarten. Das haben sie ja schon mal versucht. Ja, das hilft alles nichts, wenn man nicht die nötige Wirtschaftskraft hat in den Ländern, wird Ja, das. 40% der Menschheit inzwischen, ne? Aber naja. Ja, allein von der Zahl der Konsumenten her beeindruckend. Beeindruckend, kann man anders nicht sagen. Naja. Nur wenn man sieht, was Putin für einen Dreck macht und glaubt, machen zu müssen und zu können und so weiter. Und dass er dann noch unterstützt wird von Südafrika, Indien, China, man kann es eigentlich gar nicht glauben. Ne? Ägypten. Ägypten, ja. Ägypten und Iran sitzen am selben Tisch. Ich glaube Saudi-Arabien. Es nicht. Ich glaube es nicht. Naja, solange das alles Autokraten sind, muss man es wohl glauben. Ne? Autokraten, das ist ja noch dann freundlich ausgedrückt bei vielen. Du weißt, ich bin ein Die Freund. größten Kriegsverbrecher, die aktuellen, die sitzen da am Tisch. Punkt. Das stimmt, ja. Und Ganz wenn die irgendwas in Linken sagen natürlich, Deutschland. da müsste die USA ja auch da sitzen. Ja, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ne. Und wenn die hier in Deutschland sitzen würden, dann dürfte die Polizei nicht mal die IP-Adressen behalten oder gar speichern, ja? Die dürfte sie noch nicht mehr erfassen. Nicht mal erfassen, nein, das ist verstößt gegen die Menschenrechte, der Damen und Herren. Genau. Weil der Staat macht das, ne? Die Privaten dürfen das, jedes Syndikat darf das, aber die Polizei und die dürfen das nicht. Ich meine, Da ich warst du ja auch so blöd und hast dein Häkchen bei den Nutzungsbedingungen gemacht, du Aff. ja, Wenn ich es genau. gelasse, dann wird zwar der Bildschirm hier schwarz für uns und für Ja, die anderen genau. auch, aber ja. Also ich fand, der Kapelke von der Polizeigewerkschaft hat vollkommen recht. Genauso im Übrigen der Innenminister, ich weiß es heute gar nicht, von Brandenburg, ein Ja, CDUler, ja. hervorragendes Interview im Deutschlandfunk heute Morgen. Ich muss ihn sehr loben, sollten sich auch alle Sotzen mal anhören. Ich schalte das nach da unten, weil hörenswert, hörenswert. Ich bleibe bei meinem Statement von gestern, dass die FDP mit dieser Art Politik liberalistisch bis in das Knochenmark Verbrecherorganisationen schützt, aber nicht die Bürger. Die Bürger werden im Regen stehen gelassen mit den Schäden, die diese Verbrecherorganisationen täglich durch Phishing-Mails und erzeugen. Genau, das ist Politik gegen die innere Sicherheit, made by Freie Demokratische Partei. Das ist einfach so. Bin ich vollkommen bei dir. Das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, hat auch nichts mit Verteidigen von Freiheiten zu tun, sondern ist einfach unmöglich. Genauso unmöglich im Übrigen wie unsere zwei Topstars, medialen Topstars. Ach, Ich du muss hier. meinst Wagenthen und Zahnknecht, Laffontknecht, meinst du? Ja, ich weiß nicht, Zarenknecht und Lafontaine, was weiß ich, wie die alte heißt. Die zwei sind jedenfalls die großen Zerstörer. Kann man anders nicht sagen. Auch heute im Handelsblatt ein schöner Artikel. Beide haben es schon mehrfach geschafft, Parteien zu zerstören und machen sich jetzt daran, die Demokratie zu zerstören. Ist schon eine Herausforderung für die beiden. Aber nachdem sie Erfolg hatten bei den Parteien, warten wir es mal ab. Naja, ich glaube nicht an den großen Erfolg. Das ist alles Strohfeuer, das ist Silvesterfeuerwerk. Und am 1. Januar kommt die Müllabfuhr und. Kehrt mal aus. Das wäre ja bei diesen Parteien auf jeden Fall auch angebracht. Ich mag das überhaupt nicht mehr hören, was da erzählt wird, wenn die von die Menschen wollen reden. Ja, dann frage ich mich immer, welche Menschen wollen? Sind das eure Parteigänger, die da wollen? Oder, ja, die Titi will jetzt anscheinend gauzen. Aber das macht sie gerne.
Hauptsache, sie hat die Möglichkeit, ein bisschen was mitzureden. Ja, Rudi, so sind die Hunde halt, macht ja nichts draus. Das sind halt Tiere. Ja, ist einfach so. Also ich war jetzt gerade nochmal bei unseren professionellen Parteizerstörern, aber da Ja, der kommen Hund hat es nicht geschafft, hier die Sitzung zu zerstören. ja. Wir haben ja auch noch die Weltnaturschutzkonferenz in Cali. Ach, das sind die Leute, die da in Folklore auftreten. Ja. Ja, das sind wieder mehrere tausend Menschen, die von der UN gesponsert kluge Reden, was ihre Regierungen aber wenig interessiert und die auch wenig bereit sind, da mitzugehen, die sich aber hinterher echauffieren, wenn die Frau Thunberg mal wieder sagt, sie könnten nichts, sie wären nichts und es wäre ein Graus, sie gewählt zu haben. Ja. Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Naja, Gott. Abhaken. Wo ist die nächste Konferenz? Weiß ich noch nicht. Ist auch egal. Sehen wir morgen. Vielleicht sehen wir da weiter. Genau, das sollten wir Und der machen. Arbeitgeberpräsident, Arbeitgeberpräsident, wie heißt der? Dulger. Dulde, Dulde, Dulde. Ja, der sagt, die Regierung ist verantwortlich für die Politik. Also Okay. insbesondere dann auch für Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, Arbeitnehmerpolitik, Wohnungsbaupolitik. Und ja, das entdeckt er jetzt, ne? Ja, sonst sagt er doch Und immer. der unter 16 Jahren Merkel hat er sich da nichts getraut. Nee. Ja. Nein, nein, der hat ja 16 Jahre lang erzählt, dass der Markt das schon regelt. Ja. Ja, Ja. Was hat und der das Markt ist nicht. geregelt? Wohnungsbaumarkt? Genau, Ja. Verkehrs. Technisch hat die Ja. Bahn ist auch weggeregelt. Wir haben ja auch enorm viel Anbieter, die sagen, wir bauen euch neue Autobahnbrücken, ne? Und wir machen das billiger als die Konkurrenz und so. Ja, da ist ein Genau. ganz toller Markt, war da. Ja. Ja. Und genauso ist es mit den Glasfasern, die überall gelegt worden sind, weil der Markt das ja auch so schön regelt. Das, was Helmut Schmidt und Karl Schiller bis Anfang 2000 geschafft haben wollten, bemühen sich die jetzigen immer noch unter Markteinflüssen regeln zu lassen. Ich habe im April einen Vertrag geschlossen, dass Glasfaser bis zu mir an die Fritzbox kommt. Also bis in die Straße habe ich Glasfaser, aber das reicht auch nicht. Man sieht das vielleicht auch manchmal an der Qualität hier von diesen Videos. Du kriegst halt nicht mehr hin. Ich werde doch mindestens ein Jahr warten müssen, bis die überhaupt anfangen, hier zu baggern, ja. Es rentiert sich da nicht, Tillich, wegen Ihnen noch ein Kabel legen, Tillich. Nee, das ist ja der ganze Ort, ja. Also die kommen aber nicht hinterher, ja. Ja. Das regelt dann der Markt. Ja. Da ich ja in den Friedwald komme, könnte ich ja auch sagen, sie sollen mir das Kabel da hinlegen. Das wäre zukunftsorientiert geplant. Meine Herren. Ja, ne? Naja, wir haben schon wieder heftig gelästert heute. Ja. Was bleibt uns auch übrig? Dafür werden wir abonniert. Hoffentlich. Also Jungs und Mädels, vor allen Dingen auch Mädels, wir freuen uns immer über Damen, die uns abonnieren und auch über Kommentare, die ihr da unten reinschreiben könnt. Und seien Sie noch so hässlich. Wir sterben auch nicht früher. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Wir wandern nicht eher in die Kiste, als wir dürfen. Genau, das planen wir nämlich selber nicht. Macht's Ja. gut.